Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ja zuletzt das Urlaubsvlog-Video mit dem Haul gedreht und ich bin jetzt gerade so gut im Flow, dass ich euch die restlichen Videos gerne zeigen möchte, drehen möchte. Und ja, wir fangen einfach mal an. Ich werde wieder, da ich auch Produkte zeige, da Werbesendung wieder einblenden. Und wir fangen an mit Schminkkörbchen, genau. Ich habe ja zuletzt das Essensschminkkörbchen gedreht und jetzt habe ich mir gedacht, werde ich wieder so ein bisschen versuchen, ein paar Dinge wieder zu benutzen, die ich schon seit längerer Zeit nicht benutzt habe. Und zwar habe ich ja damals Produkte deportet und diese deporteten Produkte möchte ich heute in meiner Set-Palette oder in meiner Set-Paletten verwenden. Genau. Aber wir fangen erstmal mit einem Standard-Schublädchen an und zwar mit der großen Schublade in der Mitte. Da habe ich einige Produkte dabei. Ich habe jetzt zum Beispiel immer noch dieses Washi-Tape, das habe ich im Urlaub nicht benutzt. Ich hatte da nicht wirklich viel Zeit dafür, um einen Cut zu kreieren. Deswegen ist sie jetzt wieder hier in meinem Schminkkörbchen. Dann natürlich, wie immer, das Puder im Moment noch. Ich habe das auch nicht mitgehabt. Deswegen, ich brauchte nicht so viel Puder. Ich hatte von Essence aus dieser My Must-Have-Kollektion Fixierpuder. Da brauchte ich das nicht mitnehmen. Aber es wird immer dünner hier, merke ich. Und das wird auch weiterhin benutzt. Dann Augenbrauenpuder von Adeko. Dann habe ich im Urlaub angefangen, diese BB-Cream zu verwenden aus dem Kalender und das wollte ich jetzt weiterhin nochmal aufbrauchen, bevor ich dann weiterhin wieder die CC-Cream benutze. Ich habe jetzt die beiden einfach in dem Schminkkörbchen, dass ich das aufbrauchen kann und das weiterhin wieder benutzen kann. Dann nochmal Asiade Color and Care mit Your Make-up. Ein Glitter Primer von NYX. Auch als Base gedacht und Nagelwachs. Genau. So. Dann in der oberen Schublade habe ich einige Produkte eingepackt. Das werde ich jetzt einfach mal rausziehen und nach werden die dann wieder hier in die Schublade einsortiert. So. Also, ich habe auch da einige Produkte, die ich zwischendurch benutzen möchte und zwar aus der Intense Artist Kollektion, diese Pressed Pigments. Ich habe mir gedacht, damit die besser halten, nehme ich diesen Glitter Primer zur Hand von NYX. Deswegen habe ich die jetzt mit rausgenommen, damit die noch besser halten. Und zwar, die gibt es ja gar nicht mehr, weil P2 ist ja jetzt aus dem Sortiment raus. Wenn ich irgendwann mal wieder in die Stadt fahre, bin ich gespannt, ob diese 183 Days Aufsteller schon da sind, bin ich mal richtig gespannt. Aber wie gesagt, vom P2 habe ich noch diese Pressed Pigments. Da brauche ich eigentlich nicht die Namen mehr dazu sagen, weil die gibt es nicht mehr zu kaufen. Das ist jetzt zum Beispiel ein Schwarz mit so kleinen grünlich-violetten Glitzerstücke. Dann habe ich so ein Blau. Hoppala. Ein Blau, Moment. Einmal eben, voilà. So, ein Blau, wie gesagt, dann so ein schönes, ja, Rosé mit Blauschimmer, dachte ich mir, weil ich unheimlich gerne Rosé trage momentan und das kann dann mit bearbeitet werden. So, dann habe ich noch aus der Reihe
So ein schönes bronziges Tönchen. Ja, und das wollte ich dann mit in einem Look einarbeiten. Dann von Rimmel Deluxe dieses Crystal Pigment. Auch in so einem schönen Bronze-Orange-Gemisch. Dann habe ich noch so einen Gel-Eyeliner, der ist noch funktionstüchtig, auch wenn es unten eingetrocknet aussieht, oder? Ich werde das jetzt versuchen nochmal zu benutzen. Das sieht sehr bröckelig aus, aber ich habe das auch schon mal benutzt und es geht noch. Das wollte ich jetzt einfach mal weiterhin versuchen zu verwenden als Eyeliner oder für die untere Wasserlinie. Dann habe ich Mascara 2 Stück. Clamp Deluxe More Than Royal Mascara, auch nochmal von P2 und Alverde Small Size Star Mascara. Dann habe ich viele Base Stifte. Oder Gel oder beziehungsweise Creme-Geschichten fürs Auge. Max Factor Masterpiece Color Position Eyeshadow. In der Farbe Pearl Beige. Dann von NYX meine Jumbo Eye Pencils. Einmal Milk. Einmal Black. Dann habe ich hier Rust Roulier. Nur Rust. Dann Strawberry Milk ist dann halt dieses roséfarbene, das ist hier Rust. Und Ice Mocha. Ne? Das ist dann da und von Adeco die Nummer 28 ist dann so ein helles Blau. Das wollte ich dann auch weiterhin nochmal benutzen. Aber ich könnte die gleich in die Kajalschublade legen, dass die nicht. Das mache ich auch jetzt mal eben auf die Mascara mit rüber. So, dann habe ich Kajale, wie gesagt. Ich habe vieles von Adeco. Einmal die Farbe 98, das ist schon weiß. Und dann wollte ich weiterverwenden die im Blau, die 45. Dann wollte ich aufbrauchen von Manhattan ein Kohlkajal. Von Catrice ein Kohlkajal in der Farbe You're My Rose One. So ein schönes, ja, Rosé. Ne? Dann von Isadora wollte ich weiterhin dieses Türkis verwenden. In der Farbe Mint. Von Max Factor ein Kohlkajal in der Farbe Brown. Von Dread It Up die Farbe aus der Konto in Kleid Reihe die Nummer 020, also die 020 ist auch ein Braun, aber eher so in einer Schimmerrichtung. Und von Miss Lean ein Grün in der Nummer 147. Ja, die wollte ich benutzen. Dann kommen wir schnell zu den Lippenprodukten. Da wollte ich auch einige wieder weiterhin benutzen, die ich gerne aufbrauchen wollte. Einmal habe ich ja dieses Master Clay's Lip Scrub Stick immer noch. Sieht ein bisschen schmuddelig aus. Aber ich benutze das auch schon einige Zeit fleißig. Ist noch gut. Ja. Aber Näheres zeige ich euch, sobald es irgendwann aufgebraucht ist. So. Dann habe ich Lipglosse und Lipsmoothers. Da habe ich diese von Catrice. Ich habe die nochmal nachgeschaut und ist noch okay. Sweet Caramel
Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Apricot Cream und Cake Pop, diese Lipsmousses. Dann von Chanel, glaube ich. Nee, Quatsch. Von Dior. So ein Lipgloss. So ein Rosé-Schimmer nur. Also das sieht man gar nicht auf den Lippen. Aber um es so ein bisschen gepflegter aussehen zu lassen, habe ich die genommen in der Farbe 453 Side Rail. Dann habe ich Lippenstifte, die ich gerne weiter versuchen möchte zu verwenden. Einmal aus der Secret Gloss Reihe, auch noch von P2, die Farbe Secret Sensation. Catrice aus der Lip Glow Reihe, das ist noch die alte Version, die andere ist noch in meiner Sammlung. Ich habe auch nicht mehr ganz so viel, deswegen wollte ich es auch brauchen. Von Wet n Wild habe ich noch eine roter Lippenstift in der Farbe Coral In, aber kommt sehr rot rüber. Von Manhattan die Farbe 140 Nude Apricot. Muss ich auch dringend noch ein bisschen weiter benutzen. Dann von P2 aus der Color Full Color Lipstick Reihe die Farbe Pute for Glory. Auch so ein leicht rötlicher Ton. Aber eher in Korall gehende. Kleinen Moment. Habe ich das ein bisschen, jetzt ist glaube ich ein bisschen auseinander gefallen. Das mache ich jetzt mal einmal hier mit einem Wisch einmal rein. So. Aber das muss ich wie gesagt weiter benutzen und ich muss jetzt mal kurz einmal abputzen. Wo ist denn hier mein... Ah, hier. Ich benutze ja zurzeit auch, habe ich das im Urlaub benutzt, dieses Reinigungsöl von Balea. Also in den 10 Tagen habe ich das richtig gut benutzt. Also da braucht man eigentlich nicht viel. Ich habe da so 2 Pumper auf dem Wattepad drauf getan. So, jetzt geht es weiter. Dann habe ich noch von Bijou die Farbe 436. Das ist so ein dunkles Rosenholz und das wollte ich dann benutzen. So, und dann habe ich noch Lip Liner, wie von Manhattan, der Extreme Last Lip Liner in der 59G Variante. Von MAC die Farbe Good Timing. Das wollte ich auch weiter benutzen. Wenn ich den roten Lippenstift trage, nehme ich von Revlon Lip Liner in der Farbe Wine. Nochmal von Manhattan Extreme Lip Liner in der Farbe 46N. Das ist auch so ein Bordeaux-Ton. Auch mal für rote Lip Liner oder auch für dieses Rosenholz könnte man das benutzen. Und von der Firma Misslin Smooth Lip Liner. In der Nummer 18, das ist halt so ein helles Korallorange. Oder ob, ja, kann man so nennen. So, das ist dann das. Ja, dann habe ich, wie angesprochen, meine Setpaletten jetzt in Benutzung. Da habe ich zum einen die größeren Setpaletten. Da ist jetzt noch M&Y drin, P2,
Max Factor, Apotheke, noch aus günstigen Marken, noch BL zum Beispiel aus Kick. Dann auch ein bisschen Catrice habe ich in dieser Palette mit drin. Habe ich auch gestern Abend noch ganz fix benutzt. Dann habe ich hier noch in der Palette ganz viele Catrice Lidschatten noch. Genau. Das war so die nächste Sammelleidenschaft damals. Dann habe ich hier in der kleinen Box Catrice, Manhattan, Wet n Wild, P2, Astor, Bijou, glaube ich. Oder, ja, Bijou. Noch Teile aus P2-Paletten und Manhattan noch einzelne und Reval de Loup und Apotheke. Ja. Habe ich dann hier. Dann aus dieser Palette habe ich auch P2 Altera Essence, V7 Love, jo, Nivea noch, wie gesagt noch Essence und so weiter. Ja, und dann in der Palette auch solche Duo-Lidschatten und einzelne von P2, Reval de Loup, Essence und Trend It Up. Genau, und ich glaube eins von Maybelline. So, das sind jetzt die Lidschatten, die ich gerne versuchen möchte zu nutzen. Und dass ich dann auch vielleicht ein Fändchen vielleicht weniger habe, um dann halt quasi die nächste Lidschatten dann noch mit rein zu sortieren. Und dann habe ich nochmal Setpaletten, aber in der Wangenreihe wie Highlighter, Blushes, Bronzer. Und da habe ich hier zum Beispiel, da sind auch ein paar Dinge schon ein bisschen hinzupellen. Zumindest hier das von Essence, das ist Wet n Wild. Das war eigentlich so ein Update-Puder, ist aber für mich ein Highlighter. Und unten habe ich noch diese Blushes, ich glaube Maybelline. Das oben ist Catrice. Dann habe ich hier auch ganz viel hinzupellen, auch ein bisschen kurz davor. Das sind dann die hier. Und dann habe ich hier nochmal Catrice, Love, P2 und Flomma. Und einmal die hier, das ist auch hinzupellen von Wet n Wild, Catrice. Altera, Alverde, ja, P2 oder Essence ist das, glaube ich. Und ja, meine Lieben, das war ein schneller Durchlauf zu meinem neuen Schminkkörbchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!